Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 3. So, nach dem letzten Absturz muss ich sozusagen im Camp nochmal wieder in Retour gehen. Dementsprechend habe ich jetzt nochmal das Henkenschützensystem ausgewählt, also Paket. Ist doch besser als das Sturmset. Damit wir dann gleich hier ein paar... Ja, im Falle eines Falles, ne? Es ist auch so unfair, die sitzen da schon die ganze Zeit. Die sieht man gar nicht. Ich bleibe regungslos da einfach stehen. Na, das war ein kritischer. Ha! Der guckt mich sogar an. So doof wie er ist. So. Gut. Jetzt dürfte es auch alles gewesen sein hier. Aha. Au! Das war wirklich fies. Na gut, wenn man weiß, wo sie sind, ne? Dann ist das kein Problem. Wenn wir das überleben, geben Sie eine Runde Bier aus. So, ich habe jetzt auch zwei Heckenschützen mitgenommen. Mal gucken. Und halt ein Infanterist. Der Lauschposten liegt vor uns, Sir. Ich kann die Roten schon von hier aus riechen. Wie lauten Ihre Befehle? Greifen Sie den Gegner im Lauschposten an. Ja, Sir. Wir werden den Feind beim Lauschposten angreifen. Na dann, let's go. Alter, die haben alle chinesische Tarnausrüstung. Na denn? Ich habe einen Geschenk für die Feinde angegriffen. Oh! So macht man das, wo ich herkomme. Gut. Ein paar Heckenschüsse und dann geht's weiter. Ich will immer die leichten looten. Das irritiert mich hier. Ich kann nichts looten. So, hier haben wir rechts und links. Und gleich den ersten. Die halten aber auch was aus. Sorry, Techniker. Aber wir sind hier, um... anzugreifen. Wie befohlen wurde der Angriff auf den Lauschposten eröffnet, Sir. Ich werde Sie verständigen, sobald das Ziel erreicht wurde. Ja, aber du bist hier alleine. Okay. Jetzt. Aha. Ey, das ist so fies, wenn die dahinter einer ein Fass sind. Lass keinen einzigen Kommunisten entkommen. Da drüben, da drüben. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt ist es sowieso zu spät. Alter, ein ganzer Schuss gegen den Kopf. Legt euch nicht mit Amerika an. Das war ein ganzer Schuss gegen den Kopf. So, bei dir jetzt auch. Na gut, ein kritischer ist ein kritischer. Aha, genau. Sehe ich genauso. Na, komme ich ran da? Nee. An den Kopf komme ich gerade nicht ran. Da drüben. Koffer. 7 von 10. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, wir haben irgendwo welche verpasst. So, jetzt aber.
Ist das alles, was ihr drauf habt? Na? Hier ist nichts weiter. Alter, ist das hier verwinkelt? Die sieht man auch so gut wie gar nicht. Alter Schwede. Aua, 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 aua. Die sieht man so gut wie fast gar nicht. Der war halt nur Psycho, ne? Oh, das reicht nicht. Oh Mann, Alter. Einer ist da noch. So, jetzt aber. Eieiei. Das hätte fast mein Ende bedeutet. Ah, schon besser. Gut, jetzt haben wir nochmal Granaten hier. Munition. Ich gucke jetzt zweimal hier in die Ecken. Okay. Vergiss es. Euch Dreckskerle. Ja, da haben wir den nächsten. Lass den einzigen Kommunisten entkommen. Machen wir so. Gut, dann in das Terminal komme ich nicht ran. Hier ist jetzt auch so weiter nichts. Sollten wir hier nicht irgendwie... Ach nee, hier geht's sogar noch weiter. Wie befohlen wurde der Angriff auf den Lauschposten eröffnet, Sir. Er sagt auch nichts Neues. Ich werde Sie verständigen, sobald... Wie fies das ist! Dies dürfte der letzte sein. Damit ist auch endlich mit der Bombardierung unserer Leute Schluss. Dank Ihnen. Ich werde unseren Männern befehlen, zum Hauptquartier zurückzukehren. Wir sehen uns dort. Hallo und, okay. Es ist höchste Zeit, diesen roten Mistkerlen zu zeigen, aus welchem Holz die US-Armee geschnitzt ist. Na gut, also Bombardierung hören jetzt auf. Wir sind da jetzt einmal durch, jetzt müssen wir einmal quer durch die Mitte. Ich würde aber auf dem Scharfschützen-Kit bleiben. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch mal... Na gut, hier können wir jetzt gerade nichts machen. Sir. Sir. Gut. Nun sind wir beide auf uns alleine gestellt. Schalten wir jetzt dieses Impulsfeld aus. Na gut. Nur wir beide? Aber kurz gucken. Munition ist soweit drin. Gesundheit ist voll. Dann wollen wir doch mal. Ich habe noch einen Psycho. Nehme ich erstmal das Heckenschützengewehr. Und dann jetzt einfach geradezu durch. Sir. Sir. Dann wollen wir mal.
Ja. Ab in den Graben. Laufen, 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 laufen. Okay, unsere Jungs. Sir. Der wurde ersniped. Oh Mann. Wir werden die Kommunisten bald vernichten. Nicht kaum. Aber so wirst du es nicht schaffen. Okay, Schlachtfelder, Schützengräben. Was? Sei Gott nachgelassen. Sieht merkwürdig aus, aber Patz. Kurz gucken. Gott sei Dank. 8 von 10. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Na, mal gucken, vielleicht finden wir doch noch die letzten 2. Verdammt, er zieht schon die Waffe, das heißt, erst auf dich. Und dann auf dich. Und da ist noch ein dritter. Den wir auch noch kriegen. Jetzt. Muni. Danke. Okay. Sind schon mal gut hinter den feindlichen Linien. Also, auf in den nächsten Graben. Natürlich erstmal den Flammenwerfer. Oh, kritisch. Sehr schön. Heckenschütze. Nachladen. Gut. Raketen. Oh, was schießt du? 10 tue ich nichts. Jetzt gehe ich nochmal aufs Gauss-Gewehr. Wir haben ja jetzt 13 Schuss wieder. Das ist so arschig. Und dann... Nee, 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 nee. Ich hab das gesehen. Verdammt. Alle Ziele eliminiert. Okay, gut. Zumal da sitzt er da einfach so. Nee, 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 nee. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Wenn ich muss, treibe ich euch Dreckskerle bis zur chinesischen Mauer zurück. Das sind doch wieder diese Spinnenminen, oder? Gut, gehen wir erstmal auf der Seite lang. Und das ist auch fies. Der Benji hat das. Das ist natürlich auch fies. Hoppala. So, ein für dich, ein für dich. Uncle Sam. Uncle Sam. GG War. Da oben haben wir ihn. So. Gut, als nächstes könnten wir eigentlich schon wieder Granaten nutzen. Was ich jetzt auch mal machen werde.
wenn ich muss, treibe ich euch Dreckskerle bis zur chinesischen Mauer zurück. Na gut. Dann treib sie mal. Ah. Das Ding hängt in der Wand fest. Aha. Ich weiß nicht mehr, auf was oder auf wen ihr alle schießt, aber ihr schießt. Granate! Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Na gut, das müssten die Feuer-Dudes eigentlich hinkriegen. Dann haben wir lieber den Raketenwerfer da oben raus. Komm, eine noch. Sagt mir jetzt nicht, dass die zwei mit dem Flammenwerfer das nicht geschafft haben. Nur ein toter Kumpel. Der Kommunist. Ah, wei. Okay, chinesische Terminal. Bisschen Gesundheit. Wir haben hier nur ein Terminal. Na gut. Beginn der Kopie. Bericht höchster Priorität an das ehrenwerte chinesische Oberkommando 05. Vorherige geheimdienstliche Erkenntnis als unrichtig erwiesen. Einsatz der amerikanischen Powerrüstung, Bezeichnung T-51B, dem Zeitplan unmittelbar bevorstehend. Operationskapazität von T-51B unbekannt. Bitte Querverweise und Ratschläge erteilen. Befehle eine rasche der Impulsverbindungstechnologie unter der Annahme eines Fehlers. Früh herstellen Prototyp der neuen T-51B. Gefahr. Empfehle ferner in Vorbereitung auf die Ankunft der Gefahr eine Analyse der Schlachtfeld. Ende der Kopie. Okay. Bedeutet, die kam mit der 51B nicht klar. Na gut. Ist ja eigentlich auch der Plan, um hier weiterzukommen. So, jetzt gucke ich erstmal. Lokale Karte. Diese drüben. Das ist fies, wenn ich eine Granate in der Hand halte. Du Nase. Eliminiert. Zumal, die kommen da einfach so rausgeschossen. Wenn man da durchläuft. Oha. Na gut. Das ist die erste Granate. Die zweite. Der alte Benji hat was für euch. Der alte Benji hat also was für uns. Gut. Wir haben auch was für den Benji. Raus aus meinem Land. Im Anschlag. Oh! Okay, da hinten komme ich ja fast gar nicht hin. Ich werde beschossen! Komm schon. So, jetzt aber. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber.
Das muss schon über den Zaun drüber sein. Komm schon. Das schaffen die nicht. Gut, dann einmal Gauss Gewehr. Ich habe ein Geschenk für dich an der Wichtigst. Ach, da oben sitzt er. Feuer eröffnet! Jetzt ist er. Bevor ich abdrücken konnte, ist er rüber geschwenkt. Ah ne, ich habe ihn getroffen, oder? Ja. Okay. So, hier dürfen wir jetzt nicht lang. Ist da jemand drin? Ich sehe das gar nicht. Ja, da ist ein Geschütz drin gewesen. Alter. So, hier ins Gebäude, oder wie? Wenn ja. Ich muss, treibe ich euch Dreckskerl. Lasst keine einzigen kommen. Ach, das sind gar nicht unsere. Schade, nicht zwei mit einer Kugel. Hätte ja klappen können. Gut. Den kriegen wir hin. Da drüben! Da drüben! Schnappt sie euch! Ja, da oben ist auch noch einer. Verdammt! Verzogen. Gut. Ui. Moni? Da sag ich nicht nein. So, das nehmen wir auch mit. Das brauchen wir gerade nicht. Alter, da ist ja noch was drin. Oder noch wer? Natürlich wieder ein Flammenwerfer. Sekunde. Du bist mir gerade die Muni nicht wert. Gut. Ruhe jetzt hier. Mal ein paar Granaten. Also können wir vielleicht nochmal ein bisschen Stellungen und Co. raus ausheben. Oh, die haben Miniguns. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich die nicht anwatzen? Gut, ich nehme mal kurz die Zeckenschützen. Der Ärmste. Gut. Und jetzt wollt ihr da wirklich mit der T-51 einmal rüber? Ich habe keine Ahnung, ob wir da jetzt einfach so durchkommen. So wie es aussieht, nicht. Na
Na also. Ah, schauen wir mal. Vielleicht treffe ich ihn so relativ gut. 50-50. Erwischt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Komm, ich speichere mal einmal. Ich will wissen, was passiert, wenn wir die Dinger berühren. Gar nichts. Das war's? Also lachhaft. Kommen wir einfach easy rüber hier. Alter, was die fressen. Kann ich die vielleicht... Na, Gestell. Linse. Na, zeck den aber nicht wirklich was. Letzten 5 Schuss. Probieren wir es mit der Mine. Komm ich nicht, mit einer Granate komme ich nicht ganz ran. Jetzt aber, oder? Haben wir noch nicht? Aber du musst doch nur rüberschmeißen hier. Was nicht klappt. Na komm. Schwäche ich dich halt vor. Und das für den Mark II. Eieiei. Bis 10 mm. Gut. Hier ist jetzt aber nichts mehr. Hier kommen wir jetzt gerade gar nicht rein. Ist eigentlich auch nicht da, wo wir hin müssen, aber pssch. Alter, die haben das ja richtig gut vermint hier. Na gut. Vielleicht kriegen wir da oben jetzt auch nochmal ein bisschen Munitionnachschub. Na, mal gucken, ob die schweren Jungs denn noch ein bisschen mehr reichen. Oh. 9 von 10, es fehlt nur noch einer. Schalter einmal aktivieren. Erfüllt. Impulsfeld deaktiviert. Chinesische Gelände betreten. Okay. Könnte vielleicht dort der letzte Koffer sein? Das wäre doch mega cool. Ist jetzt so die Frage, kommen die Jungs da auch rein oder... Eher nicht so. Natürlich kommen die rein, ja meine Batman. Die Jungs sind gut ausgerüstet. Here we go. Ja, ihr dürft schon gerne vorgehen. Ihr habt ein dickeres Ding, ne? Und so. Sie haben bereits verloren, General. Verlieren Sie jetzt nicht auch noch Ihre Würde. Okay.
Das genügt, Soldat. Wegtreten. Jawohl, Sir. Nun, da der General tot ist, können unsere Jungs die Raffinerie sichern und sich endlich auf den Weg nach Anchorage machen. Sie haben geholfen, dem roten Gesindel die Stadt wieder abzunehmen. Gute Arbeit, Soldat. Damit ist dieser Teil Ihrer Ausbildung abgeschlossen. Melden Sie sich bei Ihrem Vorgesetzten für die Einsatzbesprechung und Ihren nächsten Auftrag. Abtreten. Diese Simulation haben Sie großartig bewältigt. Jetzt müssen Sie nur noch das Waffenhaus öffnen. Sie kriegen Ihren Anteil, wie abgemacht. Nehmen Sie, was Sie wollen. Falls unsere Unterlagen stimmen, ist mehr als genug für alle da. Okay. Alle hops. Das war's jetzt mit der Simulation? Verschlossen, leicht. Mhm. Gary. Okay. Oh, ich darf endlich wieder alles looten. Ja, nimm mit. Oh. Ich darf endlich wieder alles aufheben. Oder das meiste, das ist mir gerade Wurst. Ich hätte nie gedacht, dass die Wilden zu sowas in der Lage wären. Aha. Oh, endlich. Altmetall. Gut. Hat ja gesagt, nehmen Sie mit, was Sie wollen. Ja, mitnehmen. Wir nehmen alles mit. So. Okay. Na dann. Danke. Hier auch nochmal. Oh. Das beruhigt gerade. Einfach alles mitnehmen. So. Ja, nehmen wir auch mit. Schon überladen, aber egal. Ich darf jetzt. Oh, das tut richtig gut. Ja, was ich nur schade finde, wir haben ja eigentlich nicht alle 10 Koffer jetzt gekriegt, ne? Wo habe ich denn einen Koffer? Muss ich ja irgendwo übersehen haben. Aber wenn man sich dann langsam darauf einstellt, dass man nichts mehr looten kann. Guck mal, wo wahrscheinlich auch nicht anständig genug. Na gut, mal gucken, ob ich da jetzt irgendwo was verpasst habe oder so. Oder ob das jetzt egal war. Ob wir es jetzt verpasst haben oder nicht. Ob das jetzt schlimm ist. Okay, da geht's irgendwo rauf. Ich frage mich aber gerade, wo Fox und Co. ist. Na, worauf warten Sie denn? Los, knacken wir diese Tür. Ja, okay. Aktivierung Sicherheitszugangsterminal. Sicherheitszugangsbereich entriegeln. Zugang gewährt. Fortfahren. Und nehmen Sie, was Sie brauchen. Ich darf sogar zuerst rein. Juhu. Oh. Wintertauglicher T51. Jawoll. Bleib mir bloß vom Leib, Köter. Wer weiß, was du alles ausbrütest. Flammenwerfer. Munition. Ich guck mir gleich an, was wir da alles Schönes haben. Raketen. Elektroladeteile.
Messerchen. Schockschwert von Ying Wei. Okay. Plasmamine. Oh, hier liegt ja auch noch Energiezellen. Schön, Sie wiederzusehen. Ich habe Ausrüstung, die dringend repariert werden muss. Normalerweise würde ich glatt Nein sagen, aber ohne Sie wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Deswegen kann ich ja mal eine Ausnahme machen. Reparieren 19. Aha. Wir haben ein Gauss-Gewehr gekriegt. Oh, schön. Muss los. Wir werden hier sein. Aber 19 ist jetzt wirklich nicht so das Genialste. Ist hier noch mehr? Na, hier sind noch ein paar Granaten. Na gut, das, was wir jetzt hier an Loot gekriegt haben von diesem DLC, war jetzt bis jetzt das wenigste. Aber wir haben ein Gauss-Gewehr gekriegt. Immerhin. Wow, eine leere Truhe. So, und mehr nicht? Mehr nicht hier? Schade. Na, ich muss mal gucken, was das... Warum zur Hölle wollen die mich jetzt angreifen? Was soll denn das? Wollt ihr meutern oder was? Okay. Na wartet. Jetzt will ich mal die neue Knifte ausprobieren. Bin halt jetzt maßlos überladen, weil ich damit nicht gerechnet habe. Wintertaugliche T51. Du wirst jetzt mal benutzt. Gauss-Gewehr. Rückzug angetreten. So. Ah. Es reicht, habe ich gesagt. Warum? Wieso? Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt hier gemeutert haben? Das ergibt nämlich für mich jetzt so keinen Sinn. Und warum ist er jetzt so langsam? Also warum ich so langsam bin, das weiß ich, aber warum ist er jetzt so langsam? Danke für Ihre Hilfe. Sibley hätte mich fertig gemacht, wenn Sie nicht gewesen wären. Um Olin ist es wirklich schade. Aber wenigstens hatte sie einen standesgemäßen Tod. Okay. Einfach nur Gier, oder was? So nenne ich nicht Bruderschaftshilfe. Das nenne ich schon wieder, weiß ich nicht. Aber jetzt ist die Frage, wo ist jetzt eigentlich Fawkes? Moment, dann gehen wir hier mal einmal hoch. Wenn schon, denn schon. Jetzt machen wir sowieso gerade Überlänge. Dass ich ja sowieso nichts mehr liegen hier. Ist nämlich die Frage, wo geht's hier hin? Na, da haben wir auch nochmal einen Raum. Okay. Mannschaftsquartiere. Das heißt, den hat er nicht gepasst, dass quasi jetzt der Schatz aufgemacht worden ist.
Sorry, ich bin ein bisschen fassungslos. So von ehemals Bruderschaft habe ich ein bisschen mehr erwartet. Weil, wie wollen sie das denn decken? Na gut, sie wollten sich sowieso der Talon anschließen. Also von daher, So, können wir hier... Gut, nehmen wir auch mit. Wo geht's eigentlich hier hin? Waren wir hier schon? Nee. Hey. Oh, Putzmittel. Na, hier haben sie die Leute, die ihnen nicht helfen, einfach entsorgt. Einfach nur mit dem Kopf schütteln. Ist jetzt trotzdem, wo ist die Frage? Dogmeat? Forks? Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Fahren wir erstmal mit dem Fahrstuhl nach oben. Ah, mich ärgert es ein bisschen mit den Koffern. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Cooles verpasst habe. Das wäre natürlich noch mega doof. Aber ich glaube, da würde ich nochmal Retour machen. hier beiden seid ihr ja. Wunderbar. Gut. Defender Morell ist soweit in Ordnung. Jetzt will ich aber wissen, ob er noch irgendwas zu sagen hat. Wir müssen bevor wir jetzt gehen. Hier uns irgendwo... Naja, vorne sind ja Kisten. Okay, ja, benutzen, das dürfte nicht das Schlimmste sein. Das ist ja dann nur ein Weg runter. Gleich reicht es aber auch gleich mit Forks. Falls Sie helfen wollen, dann helfen Sie schon. Falls nicht, dann verpissen Sie sich. Sind ja heute richtig alle freundlich, wa? Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann... In der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.